Willkommen, Folks, zu einem weiteren Part zu Ghost of Tsushima. Hier immer noch im Dojo, das wir das letzte Mal erfolgreich eingenommen haben, stehen wir nun hier vor diesem Händler, denn ich habe nach der Aufnahme ein paar Blumen gesammelt und mich ein bisschen dann noch umgeschaut. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Ja, denn der verkauft uns einen, was immer ihr braucht, tollen Hut. Man kann sich natürlich hier noch die Schwerter angucken, die ich euch mal so nebenbei zeigen werde. Wieso das jetzt hier allerdings lädt, das verstehe ich nicht. Es kann sein, das Spiel lädt gerade im Hintergrund ein Update runter, keine Ahnung für was das ist, aber ja, ich fand halt hier dieses sehr interessant. Aber ich werde jetzt keine Schwerter kaufen, sondern Hüte, denn wir haben ja noch diese Mission mit den Strohdrohnen und deswegen werde ich mich also erstmal so einen schicken Hut kaufen. Hier, findet ihr nicht, dass mich der steht, ey? Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. So. Leb wohl. Müssen wir mal kurz ins Menü gehen. Rüstet sich leider nicht von alleine aus. Flickenstrohhut, da haben wir ihn. Kann mir auch gut vorstellen, dass es noch mehrere Strohhüte gibt. Weil so, naja, so Flicken ist jetzt nicht unbedingt das die neueste Mode. Ist auch ein bisschen so Secondhand-mäßig. Aber ich denke mal, da werden wir erstmal gut hier den Typen treffen können. Wie auch immer das sein wird. Und ich wünsche euch stets freies Geleit. Auf der Karte habe ich einen Ort markiert, da ist ein Fragezeichen und da ich jetzt. Samurai, der umherzieht und den Feind tötet? Meine Schwägerin sah ihn. Ein echter Samurai. Ein Dieb. Was soll das heißen? Ein Feigling stahl einem toten Samurai die Rüstung? Kein Mann. Eine Frau. Sie zog die Rüstung an und kämpft jetzt so tapfer wie 10 Männer. Aber es heißt, der Samurai arbeitet mit einer Frau zusammen. Und sie ist die Diebin. Nein, das ist ihr jüngerer Bruder. Sie lässt ihn ihre Kleider tragen und sich als Frau ausgeben. Zum Schutz vor den Mongolen. Ah, sehr schlau von ihr. Ja, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen still gewesen, weil ich mag die Gespräche untereinander hier. Mochte ich schon bei The Witcher 3. So, aber jetzt geht's los hier. Einfach mal irgendwo hinreiten. Ich hoffe, das ist der richtige Weg jetzt hier. Ich glaube, es war so, dass wir hier wirklich über die Brücke mussten. Man sieht ja auch die Windspuren da. Ich denke mal, so langsam kapiere ich das. Einfach mal so schön hier in diesen Sonnenaufgang reiten. Aber ich muss sagen, auch dieser Tag-Nacht-Rhythmus, hatte ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt, der ist jetzt hier so ungefähr wie bei Horizon Zero Dawn und das war mir immer ein bisschen zu schnell, wisst ihr? Von Tag zu Nacht oder Nacht zu Tag. Da mochte ich diese sanften Übergänge mehr in The Witcher. Und hier haben wir wieder den goldenen Wald. So. Gucken wir mal. Ja. Ah, da haben wir es schon. Okay, das kann gut möglich sein, dass das wieder so ein Fuchsbau ist. Kann aber auch irgendwas anderes sein. Nee, Fuchsbau. Okay. Da sehen wir auch ihn schon. Einen wunderschönen Fuchs. So. Auf geht's, Junge. Zeig mir mal was Schönes. In dem Fall wieder ein Ort, in dem wir wahrscheinlich... Ja, wie war das nochmal? Da mussten wir, glaube ich, ein Gebet aussprechen oder irgendwas. Hier haben wir wieder eine Blume. Die nehmen wir natürlich auch mit. Okay, hier haben wir den Ort. Noch einmal, dann können wir da irgendwie einen Talisman freischalten. Müssen wir mal sehen, wie das abläuft. So. Dann rufen wir... wo kamst du denn jetzt her? War das eigentlich unser Pferd? Nee, war, oder? Wir haben doch ein weißes Pferd, Mann. Sehr gut, Sora. Sora ist weiß und nicht grau. Oder hä? Hä? Achso, ja gut, jetzt muss ich mal noch mal auf die Karte gucken, denn... Ach, hier haben wir schon das nächste Fragezeichen. Gut, nehmen wir das auch gleich mit.
Ich sehe schon so kommen. Der Part wird wieder jetzt hier abarbeiten der Fragezeichen. Ist aber kein Weg hier. Ah, da haben wir wieder einen Kampf. Verbesserung verfügbar? Hm. Schauen wir mal kurz bei den Typen hier hin. Ah, ein Kunai. Das trifft sich ganz gut, denn... Ah, und hier haben wir wieder einen Vogel, der uns... Ich nehme an, das wird das Fragezeichen sein. Der uns auch wieder einen netten Platz zeigen möchte. Deswegen folgen wir ihm einfach mal. Und es ist schönes Wetter, ich mag das. Ja, warte auf mich. Ich muss erstmal gucken hier, wo es hier lang geht. Ist jetzt nicht der beste Platz. Ja, wo ist jetzt hier? Wo geht's jetzt hier hoch? Oder war ich hier schon? Da sehe ich was zum Klettern. Ah ja, okay. Hier kommen wir hoch. Bisschen stelle ich mich... Kommt mir das Klettern ein bisschen schwierig vor, aber... Weiß ich nicht. Muss irgendwie alles ein bisschen leichter gehen. Oh, das kommt mir nur so vor. Keine Ahnung. Gut. Los. Ich will den Ausblick genießen. Komm ich hier hoch? Nee. Ah, eine heiße Quelle. Cool. Aber genießen wir erstmal den schönen Ausblick. Ich muss mir einfach mal die Ruhe gönnen, hier den Ausblick zu genießen und ja einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ist das da der Ort, wo wir schon waren? Der Schrein von... ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Okay, damit treten wir einfach mal die heiße Quelle. Von einer Diebin vom Schlachtfeld gerettet. Was Onkel wohl von Yuna hält. Und weiter geht's. So, jetzt können wir auch wirklich mal wieder... Nee, ein... Ach nee, das war ja noch gar nicht... Das Fragezeichen. Tja, tut mir leid. Ich muss leider das Fragezeichen aufsuchen. Komme ich jetzt hier so unbeschadet runter? Nee, geht doch. Das macht keinen Mist. Verdammt. Naja, aber Hauptsache wir sind runtergekommen. Immerhin haben wir unsere Energie gerade in einer heißen Quelle gestärkt. Also. Oh, hier, geil. Sieht auch nicht schlecht aus. Kann ich eigentlich im... Ja, geht so. Los geht's. Ich liebe die Aussicht. Ist das hier schon wieder der richtige Weg? Reite doch einfach mal. Ah, da haben wir den unentdeckten Ort. Du bist am verfolgten Ort angekommen. Goldgipfelschrein. Aha.
Okay, das Vorsicht, ist einfach... Vorsicht, mein Herr. Dieser Pfad ist gefährlich. Ach ja? Dann sind wir genau richtig. Gefährlich für einen Samurai, aber nicht für eine Priesterin? Was tut ihr hier? Meine Pflicht. Ich kümmere mich um die Schreine. Nach dem Krieg werden die Leute diese Tori-Tore als Wegweiser brauchen, damit sie die Shinto-Schreine finden und die Kami um Schutz bitten können. Wir brauchen ihren Schutz jetzt. Ja, doch die Pfade sind zu heimtückisch. Ich wollte den Schrein in der Nähe besuchen und bin fast zu Tode gestürzt. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Wenn ihr es bis dorthin schafft, betet für unsere Insel und nehmt euch einen Omamori-Talisman mit. Tragt ihn bei euch, er wird euer Schicksal verändern. Und vielleicht das Schicksal unserer Heimat. Danke. Folgt den Tori-Toren. Sie führen euch zu den Schreinen überall auf der Insel und zu den dortigen Omamori-Talismanen. Ihre Kleidung erinnert mich voll an Inuyasha. Das mag ich. Und ich mag gerade diese Tagesstimmung. Und deswegen ist ein guter Tag gekommen, um hier deine Gipfeltour zu machen. Willkommen zu Fetzes Gipfeltour. Yeah! Jeder ist eingeladen, der es schafft, hier rüber zu kommen. Was geht denn hier ab? Das ist ja voll jetzt hier so. Halleluja. Ganz schön hoch. Naja. Da haben wir ja es vor uns hier, ne? Das erinnert mich ja gerade voll an Sly Cooper. Die das Spiel kennen, wissen natürlich, was ich meine. Und Ligusterholz. Das kenne ich auch nicht. Es gab schon mehrere Sachen, die mich voll an Sly Raccoon erinnert haben. Vielleicht werde ich da mal ein extra Video machen, um diese ganzen Gemeinsamkeiten von diesem Spiel und vielleicht auch noch von Infamous so alles in einem Video zusammen zu gestalten. Coole Kamerafahrt übrigens. Ja, das ist echt cool gemacht. Dass man sich auch hier ein bisschen die Zeit gönnen kann, um hier runterzuschauen. Der Fokus einfach auf die Aussicht gelegt wird. Aber jetzt habe ich... Ah ja, da kam ich her. Ich habe schon wieder den kleinen Überblick verloren. Ne? Mit großen Auswirkungen. So. Was haben wir hier? Ein paar Vorräte. Hat jemand einfach mal seine Vorräte liegen gelassen? Ach, ich liebe das. Muss ja nicht immer kämpfen sein hier in dem Spiel. Man kann ja auch mal einfach mal auf Entdeckungstour gehen. Finde ich cool. Hier kommen wir wahrscheinlich zurück, wenn wir es ganz riskant mögen. Ansonsten geht es dann auch hier schon weiter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das überleben werde, wenn ich da einfach da drüber springe. Aber ich wachse einfach mal gleich. Oh, was ist? Hä? So. Ah, okay, er springt automatisch. Aber ich muss schon sagen, Jin, also... Furcht ist ja sowieso keine Option für einen Samurai, aber du wachst ja schon einiges, ne? Ja. Ey, krass. Hier möchte man einfach immer nur höher. Halt, hier unten ist irgendwas, oder? Ja, ein paar Kerzen, aber die brauchen wir jetzt nicht. Da unten sehe ich auch noch was. Hier gibt es überall noch was zu entdecken. Ja, habt es bestimmt schon auf der Karte gesehen. Aber Moment mal, hä? Nee, hier komme ich erstmal. Ah, ich muss bestimmt da rüber springen. Zack! Ein Fehltritt und man ist... Hallöchen.
Soll ich hier einen Drehvogel kriegen, oder? Naja, Kumpel, für dich wäre wahrscheinlich ein Drehwurm besser. Das gehört wahrscheinlich dann so mehr zu deiner Nahrung, aber naja. Ach, ich muss schon wieder einen Cut machen, aber das will ich gar nicht. Aber ich muss...